Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Wir reden über einen Netflix Original. Normalerweise ist das eigentlich ein Zeichen, dass die Kritik eh nicht gut wird. Ob das dieses Mal auch der Fall ist, erfahrt ihr gleich nach dem Trailer, denn wir reden über Spider-Head bzw. der Spinnenkopf mit Chris Hemsworth und Miles Teller. Richtig gehört. Also viel Spaß mit dem Trailer und dann sehen wir uns wieder. Hallöchen. Bin spät dran, Mr. Abnasty. Nein, sind sie nicht. In Spinnenkopf sind wir stolz auf unsere Arbeit. Ihr Aufenthalt in dieser Einrichtung ist, auch wenn er streng genommen eine Strafe darstellt, ein Privileg. Wo hast du gesteckt? Arzneistudie. In der Wissenschaft geht es um die Erforschung des Unbekannten. Sie haben mich rauf und runter getestet und das war noch viel verrückter als sonst. Das hier ist völliges Neuland für alle. Bevor es losgeht, müssen Sie der Verabreichung von N40 zustimmen. Ist zum Irre werden dieser Ort. Infusion an? Einwilligung erteilt. Einwilligung? Ist erteilt. Erteilt. Einwilligung erteilt. Los geht's. Zeichnen wir das auf? Wow. Irgendwas ist faul. Das mit den überschrittenen Grenzen liegt schon weit hinter uns. Unsere Arbeit wird Leben retten. Nicht nur eins, sondern viele. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Sie möchten es wieder gut machen. Und das geht nur auf diese Art. Wir würden Frieden und Harmonie verkaufen. Hübschen Menschen lässt man einfach zu viel durchgehen. Und ich sage das, obwohl ich selbst davon profitiere. Spider-Head geht ungefähr 108 Minuten, ist seit dem 17. Juni genau auf Netflix zu sehen. Und hat dort eine Freigabeempfehlung ab 16 Jahren. Also FSK wäre es auch eine 16, tippe ich mal. Auch wenn der Film jetzt nicht so blutrünstig ist. Es geht um Steve, gespielt von Chris Hemsworth, der in einer Firma auf irgendeiner Insel im wahrscheinlich Pazifik ist. Jedenfalls sieht es optisch so aus, man weiß nie genau, wo es ist. Und dort mit Experimenten hantiert. Beziehungsweise er testet an Leuten, um ihre Strafe zu verkürzen, weil die sind alle bestraft worden, alle verurteilt worden, wegen unterschiedlichsten Delikten, können sie durch Tests an einem Medikament ihre Strafe verkürzen. Und ja, darum geht's. Das heißt, wir haben unter anderem Miles Teller als Versuchsobjekt, an dem unterschiedlichste Impulse getestet werden. Er hat quasi im Rücken so eine kleine Apparatur, wo ein Medikament drin ist, beziehungsweise eine Droge, die ihn obedient macht. Ich weiß jetzt gerade nicht, das ganze Wort gefügig macht, wo er dann alles tut, was man von ihm verlangt. Beispielsweise eine Sexdroge ist da drin oder eine Angstdroge, dass sie vor irgendwas Panik haben, was da rumliegt. Und er kriegt irgendwann raus, dass vielleicht der Steve nicht so der netteste Mensch ist, mit dem man sich umgeben kann. Und ja, das ist ein neuer Netflix-Original-Film und ist von einem tollen Regisseur, der aktuell Top Gun Maverick gemacht hat. Genau genommen Joseph Kosinski, richtig. Ich musste mal kurz nachgucken, weil ich den Namen nie merken kann. Der hat Tron Legacy gemacht, No Way Out, Oblivion, der leider überhaupt nicht gut war. Und der inszeniert jetzt diesen Netflix-Film, der auch nicht gut ist. Denn Spider-Head hat ein ganz großes, riesiges Problem. Er fühlt sich an wie in der Black Mirror-Folge, aber auf Wish bestellt. Und ich weiß, dieses Meme ist totgeritten, aber hier passt es halt wirklich. Der Film ist weder optisch in der Liga von einem Black Mirror, noch schauspielerisch, weil Miles Teller hat sichtlich gar keine Lust auf diese Rolle. Und Chris Hemsworth spielt halt Chris Hemsworths Thor. Nur mit Brille und mit weniger Bart. Und das ist nicht genug. Spider-Head hätte so eine wunderbare Kritik an der Pharmacy-Industrie sein können. Er hätte tiefer in die Materie reingehen können. Er hätte viel fieser sein können. Auch brutaler und auch einfach tiefgründiger.
Aber das Problem ist, dass ich weder das Drehbuch noch die eigentlichen Leute hinter der Kamera wirklich für ihre Charaktere interessieren. Denn der Film schleppt sich von einer Sequenz in die nächsten. Kommt überhaupt nicht in die Gänge. Und bis der Film irgendwann mal wirklich in Fahrt kommt, sind 70 Minuten vergangen. Das ist wirklich langweilig. Das ist überhaupt nicht interessant. Und gerade da, wo der Film dann endlich mal auftritt, und das ist auch maximal im Finale ein bisschen, dann ist das Ding auch schon wieder vorbei. Und was will der Film uns sagen? Wenn sich die Macher dahinter nicht mal für ihre eigentliche Geschichte interessieren, nicht mal für ihre eigene Inszenierung interessieren und das Drehbuch einfach irgendwelche Klischees aneinanderreiht, die wir schon kennen, warum soll ich mir denn diesen Film dann ansehen? Wenn ich doch andere Filme in dem Bereich auch gucken könnte. Ich könnte Black Mirror gucken. Die ist super, die ist auch auf Netflix. Da habe ich mehr Spaß mit. Und es sind auch echt lange Folgen bei. Manche sind 40 Minuten lang, manche sind 90 Minuten lang. Du hast alles, was du möchtest. Eine tolle Kritik, eine wunderbare Ausführung der eigentlichen Geschichte. Und der wirft Fragen auf. Er hinterfragt Dinge. Und das tut Spider-Head überhaupt nicht. Dem ist eigentlich alles, was er eigentlich ausdrücken könnte mit der Thematik, die er anschneidet, scheißegal. Da kann alles passieren. Es ist uns Wurst. Wir werden überhaupt nicht irgendwas machen, um irgendwas zu erklären. Das solltet ihr schon selber machen. Googelt euch irgendwas zusammen. Ist uns egal. So fühlt sich der Film an. Und das ist mir dann auch egal. Ich will sowas nicht. Warum 2 Stunden lang? 2 Stunden lang zieht sich dieser Film in die Länge und nichts davon wirkt so, als wäre da Interesse bei. Das ist eigentlich wieder nur so eine Cash-Cow, beziehungsweise so ein teurer Netflix-Film, den sie irgendwann mal produziert haben, weil, oh, Chris Hemsworth, oh, Miles Teller, ja, der zieht ja schon irgendwie. Und auch Joseph Kosinski zieht ja eigentlich, weil Top Gun Maverick ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und sein letzter Film, No Way Out, war auch fantastisch. Also normalerweise sind hinter der Kamera und vor der Kamera eigentlich Leute, die was können. Aber alles im Allen ist das dann doch eine große, große Enttäuschung. Und Spider-Head kriegt von mir leider nicht mehr als 5 von 10 möglichen Punkten. Denn wirklich, ja, das Ende ist gut. Man macht Spaß. Und ja, was soll man mal sagen? Ne? Der Film hat auch mal ab und an eine ganz nette Sequenz. Vor allem, wenn eine Rudelbumpf-Szene kommt. So, ich weiß, das Video ist jetzt demonetarisiert, aber das ist mir kackegal, weil ich verdiene mit keinem Video Geld. Also, ja, ich sehe keinen Grund darin, diesen Film zu gucken. Und wahrscheinlich wird genau so ein Film wieder auf Platz 1 der Netflix-Charts trenden, wie der meiste Rotz auf Netflix. Ja, wie habt ihr den Film denn schon gesehen? Wenn ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Das war's mit meiner Kritik. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und auch Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein.